Ich bin Matthias Ernst Holzmann und ich erzähle dir die Geschichte Peter und der Wolf. Normalerweise wird vor Beginn des Stückes erklärt, wie jede Person oder jedes Tier in der Geschichte von einem oder mehreren Orchesterinstrumenten dargestellt wird. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? Gut, lass uns das testen. Wer wird zum Beispiel von diesen drei Hörnern dargestellt? Richtig, der Wolf. Und wen beschreibt diese Oboe? Wieder richtig, die Ente. Und jetzt die Flöte. Darauf kannst du wetten. Den Vogel. Nun, wer ist diese tiefe Figur in der Klarinette? Richtig, die Katze. Und dann gibt es natürlich diese wohlbekannten Paukenschläge. Worum geht es hier? Richtig, die Jäger, die ihre Gewehre abfeuern. Und wer ist dieses schwerfällige alte Fagott? This is Leonard Bernstein, and I'm going to tell you the story of Peter and the Wolf. Now, usually before this piece begins, the speaker explains how each person or animal in the story is described by a certain instrument of the orchestra. But I'm sure you know all that already, don't you? Well, all right, let's see if you do. For instance, who's being represented by these three French horns? Right, the wolf. And what is this oboe describing? Right again, the duck. And now the flute? You're batting a thousand, the bird. Now, who's this low character in the clarinet? Right, the cat. Then, of course, there are these well-known drum beats. What's that all about? Correct. The hunters shooting their guns. Now, who is this lumbering old bassoon? Yeah.
Richtig, die Katze. Und dann gibt es natürlich diese wohlbekannten Paukenschläge. Worum geht es hier? Richtig, die Jäger, die ihre Gewehre abfeuern. Und wer ist dieses schwerfällige alte Fagott? Richtig, der Wolf. Und wen beschreibt diese Oboe? Wieder richtig, die Ente. Und jetzt die Flöte. Und darauf kannst du wetten, den Vogel. Nun, wer ist diese tiefe Figur in der Klarinette? Ich bin Matthias Ernst Holzmann. Und ich erzähle dir die Geschichte Peter und der Wolf. Normalerweise wird vor Beginn des Stückes erklärt, wie jede Person oder jedes Tier in der Geschichte von einem oder mehreren Orchesterinstrumenten dargestellt wird. Aber das weißt du bestimmt schon, oder? Gut, lass uns das testen. Wer wird zum Beispiel von diesen drei Hörnern dargestellt? This is Leonard Bernstein, and I'm going to tell you the story of Peter and the Wolf. Now, usually before this piece begins, the speaker explains how each person or animal in the story is described by a certain instrument of the orchestra. But I'm sure you know all that already, don't you? Well, all right, let's see if you do. For instance, who's being represented by these three French horns? Right, the wolf. And what is this oboe describing? Right again, the duck. And now the flute? You're batting 1,000, the bird. Now, who's this low character in the...